Hallo, herzlich willkommen zu meiner Serie über Max Stirner, der Einzige in sein Eigentum. Heute eine kurze Einführung in Leben und Welt. Hallo, herzlich willkommen zu meiner Darstellung von Max Stirner, Staat und Politik. Hier zuerst eine kurze Einführung in sein Leben und Werk. Es sollen 9 weitere Videos folgen. Max Stirner war ein relativ kurzes Leben beschieden, von 1806 bis 1856. Es gibt ein überliefertes Porträt von ihm, das von Friedrich Engels gezeichnet wurde. Die beiden befanden sich im selben Debattierclub in Berlin als Junghegelianer. Ganz knapp zum Lebenslauf. Wie gesagt, es gibt da wenig zu erzählen. Bedeutsam ist, dass Max Stirner bis heute als einer der Begründer des individualistischen Anarchismus gilt, und zwar in vorderster Linie. Er wurde 1806 in Bayreuth geboren als Johann Caspar Schmidt und besuchte dort das Gymnasium und übernahm seinen Spitznamen, den er wegen seiner auffallend hohen Stirn schon zur Schulzeit erhielt als Autorenname. Den Max fügte er als Vornamen hinzu, abgeleitet von Maximum. Also hier schon einige Besonderheiten in dieser bedeutenden Figur, die viel mehr Beachtung verdient, als sie derzeit erhält. Stirner studierte an den Universitäten von Berlin, Hegel und Schleiermacher zu seinen Lehrern zählten, studierte in Königsberg und in Erlangen. Er lebte dann ab 1832 schon in Berlin und schloss sich dem Debattierclubs der Junghegelianer an. Nachdem ihm der Zugang zum Schuldienst von der Auswahlkommission verweigert wurde, verdiente er seinen Lebensunterhalt hauptsächlich als Privatlehrer. Er war regelmäßig Gast beim Club Die Freien, zu denen auch Friedrich Engels zählte, von dem auch als Karikatur das einzig überlieferte Porträt von Stirner stammt. In Hippels Weinstube, wo sich die Freien trafen, lernte Stirner auch seine zweite Frau kennen. Die brachte ein Erbe ein und er versuchte nun, sich unternehmerisch durchzuschlagen, was jedoch scheiterte. Mehr schlecht als recht brachte er sich nach der Trennung von seiner Frau durch und am 15. Juni 1856 starb Max Stirner an einer Infektion. Der Einzige und sein Eigentum ist sein Hauptwerk und eigentlich sein einziges Werk. Es erschien im Jahre 1844 in Leipzig in einer Erstauflage von 1000 Exemplaren, dem jedoch weitere folgen sollten. Und es gibt auch sehr viele Übersetzungen in der ganzen Welt. Stirner gilt als der Begründer des individualistischen Anarchismus und sein Werk erlebt immer wieder neue Wellen von Beachtung. Rezeption. Um der erwarteten Zensur zu umgehen, wurde das Buch schnell verteilt, nachdem es bereits auf dem Markt war, fiel es in der Tat der Kontrolle des sächsischen Innenministeriums zum Opfer, wurde aber wieder freigegeben, nachdem die Zensoren den Inhalt des Buches als zu absurd kennzeichneten, um eine Gefahr für die Allgemeinheit darzustellen. Je mehr Verbreitung das Buch fand unter den damaligen Intellektuellen, umso mehr wurde Stirner angefeindet, vor allem bei der sogenannten marxistischen oder hegelianischen Linken. Die Veröffentlichung seiner Gedanken kostete Stirner seine Freundschaft bei den
feiern. Also auch schon damals diese Exklusionen. Es gibt eine vehemente Kritik von Karl Marx in die deutsche Ideologie, geschrieben in den Jahren 45, 46 des 19. Jahrhunderts und dann jetzt in der Marx-Engels Gesamtausgabe, Gesamtausgabe Band 1.5 vollständig veröffentlicht. Hier nimmt Karl Marx die Philosophie Stirners aufs Korn und überschüttet sie mit Hohn und Spott, die sogar die Marxsche Polemik gegen Proudhon übertraf. Marx erkannte sehr wohl, dass der Ansatz von Stirner mit voller Wucht die marxistische Philosophie herausfordert. Also einmal der Anarchismus von Proudhon, aber noch gewaltiger der individualistische Anarchismus von Stirner. Man kann zu dem Buch eigentlich sagen, also eine Kritik am Kommunismus, eine Kritik am Marxismus, bevor überhaupt zum Beispiel das Kommunistische Manifest oder das Kapital von Marx erschienen ist. Zitat von John Henry Mackay, der gleichsam Max Stirner entdeckte und sein ganzes Leben der Erforschung von Max Stirner widmete und viel dazu geschrieben hat. Und John Henry Mackay schreibt in seinem Buch Max Stirner, sein Leben und sein Werk: Es ist kein Buch, das sich in einem Zuge lesen lässt. Es ist auch kein Buch, in dem man immer nur blättern darf. Es will immer wieder von Neuem ergriffen sein, um wieder aus der Hand gelegt zu werden, damit die erregten Gedanken sich besänftigen, die empörten Gefühle sich klären. Bei jeder neuen Annäherung aber wird sein Eindruck nachhaltiger, sein Zauber intensiver auf uns wirken. Angesichts dessen, was seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der im Staat als Inbegriff des Kollektivismus, der Staat als Inbegriff des Kollektivismus ein Unheil alles angerichtet hat, müsste man sich schon aus diesem Grunde mit Max Stirner befassen. Max Stirner ist ein Individualist und wendet sich gegen den Kollektivismus. Er ist der Begründer des individualistischen Anarchismus und dieser individualistische Ansatz wird bis heute viel zu wenig beachtet. Es scheint so, dass mit dem Gerede von links-rechts eigentlich nur die Diskussion innerhalb verschiedener Formen des Kollektivismus stattfindet. Aber die wahre Auseinandersetzung ist der zwischen Kollektivismus und Individualismus. Auch unsere heutige Zeit ist vom Kollektivismus durch Staat und Politik geprägt. Das Individuum ist von Politik umzingelt und ständig von Eingriffen durch die Staatsgewalt bedroht. Der Anarchismus hat einen schlechten Ruf, vielleicht zu Recht, wenn er, wie hauptsächlich in seiner kollektivistischen europäischen Ausprägung gesehen wird, Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Max Stirner aber repräsentiert den individualistischen Anarchismus, der vor allem in den Vereinigten Staaten zur Blüte gekommen ist. Aber sein Ursprung ist hier ganz eindeutig in Deutschland zu sehen, in der
in der frühen Hälfte, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als Libertarismus und Anarchokapitalismus findet sich diese Denkrichtung in ihrer zeitgenössischen Form prominent bei Murray Rothbard und Hans-Hermann Hoppe wieder in der libertären Bewegung, die heute hauptsächlich auch von den weltweit operierenden Mises-Instituten fortgesetzt wird. Hier zu den Quellen: Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, leicht abrufbar beim Max Stirner Archiv Leipzig. Hier die Anschrift. Und John Mackay, Max Stirner, sein Leben und sein Werk. Kurze Beiträge von mir zu Max Stirner. Einmal beim Mises-Institut Deutschland und dann beim American Institute of Economic Research. Vertieft setze ich mich mit dem Ansatz von Stirner in meinem Buch Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie auseinander. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik, wo ich den stirnerschen individualistischen Ansatz aufgreife, um aus dieser Perspektive mir den Kapitalismus und Sozialismus anzuschauen und zu entwickeln, welche Form man im Sinne des individualistischen Anarchismus einer Gesellschaftsordnung geben kann. Recht vielen Dank. Bis auf Weiteres. Wie gesagt, es sollen jetzt im Laufe der nächsten Zeit 9 weitere Videos zu Max Stirners Buch Der Einzige und sein Eigentum folgen. Recht vielen Dank.